Sie sehen hier eine ihrer Arterien im Querschnitt mit einer atherosklerotischen Plaque, die sich über Jahre entwickelt hat. Der Infarkt ist die Folge einer plötzlichen Ablösung dieser Plaque. Ein Blutgerinnsel verstopft die Herzkranzarterie. Es verhindert die Versorgung durch Blut und Sauerstoff jenes Teils des Herzens, der von der betroffenen Arterie versorgt wird. Dieser Teil kann dadurch für immer zerstört werden, wenn man nicht sofort eingreift.